Moin, sind Minecraft-Freunde und willkommen zurück zu einer neuen Runde Feed the Beast Infinity. Und jo, wir starten einfach gleich wieder durch. Wir haben beim letzten Mal ja unserem System gesagt, wie er so die Inverter hier bauen kann. Warum das alles gut ist, werden wir uns heute mal angucken, denn folgendes: Wir brauchen noch ein weiteres Utensil für unsere Reaktoren. Jetzt muss ich mal überlegen, wie das heißt. War das hier so ein Temp-Ding oder. Weil es geht nämlich um die Temperatur, aber ich glaube, es war ein. Thermo, genau, hier haben wir es, genau. Thermal Monitor, den Kollegen hier brauchen wir. Und an sich brauchen wir noch ein Advanced Circuit. Und zwar den Kollegen. Ja, wozu das alles gut ist, ist ganz einfach. Wir wollen so eine Art Sicherheitsabschaltung in unsere Reaktoren einbauen, damit die, falls es zu einem Fall kommt, wo die mal überhitzen, automatisch abschalten. Ja, Sicherheit wird groß geschrieben, ganz klar. Und dafür brauchen wir diese lustigen Gerätschaften. Den Rest kennt ihr ja alles. Zack, dann haben wir den Crafting-Pattern-Gedöns schon mal soweit fertig. So, auch hiervon bauen wir wahrscheinlich erstmal 4 Stück, also 4 von diesen Geräten hier. Start. Ja, den Rest macht er wahrscheinlich gerade. Dann brauchen wir die Inverter jeweils 4-mal. Nummer 3 und Nummer 4. Perfekt, dann haben wir das schon mal. Wie schaut es hier aus? Genau, auch 4-mal. Perfekt. Dann brauchen wir Red Alloy Wire. Das sollte. Ich bin mir nicht sicher. Machen wir nochmal 20 Stück von. Sicher ist sicher. Des Weiteren brauchen wir erstmal noch Lever. Warte mal kurz. 2 Stück haben wir. Ich werde mal eben 2 bauen. Nur zum Testen. Sticks können wir craften, das passt. 1-mal und dann brauchen wir nochmal Stone. War das normaler Stone oder Kobbel? Natürlich war es Kobbel. 50-50 Chance, verkackt. So, 2-mal. Dann haben wir davon auch jeweils 4. Gut, als nächstes geht's zur Baustelle. Und dann gucken wir uns das Ganze mal ein bisschen genauer an. Ach so, hier können wir noch gar nicht anfangen, aber hinten können wir schon anfangen. Eventuell werden wir gleich nochmal anfangen, die letzten Druckkammern fertig zu bauen. Ja, wozu ist das Ganze jetzt gut? Wir können diese thermalen Monitorgeschichten, die können wir hier irgendwo hinbauen. Ich würde mal vorschlagen, wir setzen den oben mit dran. Jetzt sehen wir hier den voreingestellten Wert. Ja, das ist erstmal nicht so wild. Ich möchte, dass das Ding direkt bei irgendwelchen Anzeichen von Überhitzung auslöst. So, dann gehen wir hier einmal runter. Und ich brauche jetzt im Prinzip so einen Inverter. Das ist blöd. Das müsste eigentlich gedreht sein. Kriegen wir das irgendwie gedreht hin? Kriegen wir hin. Sehr schön. So, im Prinzip wäre dieser Reaktor jetzt aktiv. Können wir nicht sehen, weil wir keine Uranzellen drin haben. Sobald jetzt dieser Thermal Monitor eine Überhitzung feststellt, im kleinsten Maße, gibt dieser ein Signal aus. Der Inverter wird deaktiviert und somit wird auch der Reaktor deaktiviert. Das ist der Plan. Jetzt folgendes, wir können doch schon so ein bisschen was testen. Und jetzt muss ich mal kurz überlegen, wenn ich jetzt hier ein Signal ranbekomme. Nee, das war hier nicht. Hier, genau, siehst du, so war das. Den Schalter können wir auch nach unten legen. So quasi. Übrigens, der Schalter hier wird nicht bleiben. Das wird nachher über Wireless Redstone von unserem Kontrollturm gesteuert, da hinten markant zu sehen. Also wie gesagt, entweder, das ist jetzt so eine Entweder-Oder-Schaltung. Das Signal ist grundsätzlich immer an, es sei denn, dieser Monitor sagt, es ist zu heiß, oder der Schalter hier ist an. Dann geht er automatisch aus. Und somit können wir quasi von unserem Kontrollturm nachher diesen Reaktor steuern. Oder er steuert sich halt dementsprechend selbst, wenn eine Überhitzung da vorliegt. Sagen wir das mal so. Damit sollte auf jeden Fall eine gewisse Sicherheit gegeben sein. Und ja, wir machen am besten mal hier gleich weiter mit dem ganzen Gedöns.
den Kollegen dran gleich wieder auf 1 einstellen, weil im Regelfall ist es. Ich habe mir einen Reactor-Build ausgedacht, wo es eigentlich im Normalfall nicht zu einer Überhitzung kommen kann. Aber für den seltenen Fall der Fälle, falls es doch passieren sollte, haben wir immer die Möglichkeit, dass dieses Ding das Teil automatisch abschaltet. Gut, dann haben wir schon mal 2 fertig. Ich würde sagen, wir schauen noch mal zu Hause vorbei und schnappen uns noch mal ein paar Pressure Vessels. Übrigens, wenn ich mich nicht verrechnet habe, ist heute Freitag. Das bedeutet, um 19 Uhr ist Livestream auf twitch.tv/jummellp. Ist auch in der Beschreibung verlinkt. Ja, dann würde ich sagen, wir packen nochmal die letzten beiden Reaktoren ein. Ich denke mal, wir haben genug von diesen Druckkammerteilen. Huch. Oh, ich habe gerade einen Lag. Bitte nicht schließen. Oh, geht schon. Okay, alles klar. Ja, die guten alten Minecraft-Probleme. Aber macht ja nichts. Ach nee, Quatsch. Das ist... Das ist ungünstig hier. Achso, jetzt habe ich das Ding rausgenommen. Ach, die halten immer so viel aus. So. Wir müssen natürlich hier weiterbauen. Ist ja logisch. Habe ich den Fehler da gemacht? Nee, habe ich nicht gemacht. Okay, wunderbar. Ja, passt. Ja, und so langsam, aber sicher, nähern wir uns dem... Ja, den fertigen Reaktoren hier. Und ich kann noch nichts versprechen, weil es wird noch eine Weile dauern, bis wir hier den Regelbetrieb aufnehmen können. Aber das Interessante daran ist halt für mich zumindest der Weg dorthin, weil es gibt noch so viel zu tun. Wenn wir es dann irgendwann haben, dann wird es richtig geil, glaube ich. Es gibt noch so viel Technisches zu machen, es gibt noch so viel zu bauen, so viel schön zu bauen. Also ich bin fest davon überzeugt, dass wir mit diesem Atomkraftwerk noch ein paar Wochen beschäftigt sein werden. Ich weiß, das ist nicht für jeden was, aber für mich. Uhaha. So. 1 Grad. Dann gehen wir hier raus, setzen hier wie gehabt den Inverter dran. Zack. Da den Schalter, hier nochmal so ein Kabel. Schalten wir erstmal aus. Ja, Umbau hat geklappt, wunderbar. Dann gehen wir gleich zum nächsten Reaktor, dann haben wir alle... Oh, das reicht doch nicht, krass. Na egal, fangen wir schon mal an. Was ich eben sagen wollte, ist die Tatsache, dass wir dann bald schon mal die ersten 4 Reaktoren fertig haben. Zumindest vom Grundaufbau. Und das heißt noch lange nicht, dass wir die Dinger in Betrieb nehmen können. Ja, das war schon wieder. Nicht nice, aber das macht nichts. Wir bauen einfach noch neue. Oh Gott, dieses Teil. Pressure Vessel. Machen wir mal 40 Stück. Mal gucken, ob es reicht. Wir werden sehen. Ja, dauert ein Weilchen, aber macht ja nichts. Ja, warten wir schnell, bis das Zeug fertig ist. In der Zwischenzeit können wir nochmal kurz unsere Rubber Farm hier ausleeren. Ah, guck an. Zack. Backpack wäre geil. So. Jo, passt. Wunderbar. Gut, dann können wir wieder durchtauschen. Und ich vermute mal, dass auch die anderen Pressure Vessels soweit fertig sind. Genau, 40 Stück, perfekt. Ich hoffe, das reicht jetzt, keine Ahnung. Aber zur Not holen wir noch welche nach, ist alles kein Thema. So, weiter im Text. Huch. Ja, so. Huch, wieder merkwürdige Game-Lags hier. Naja, egal. Wir sind es ja nicht anders gewohnt.
Gerade bei so heftigen Modpacks. Das, ach, das kann nicht wahr sein. Wie viel brauchen wir noch? Einen halben Stack oder was? Ich bin noch zu faul zum Zählen, ehrlich gesagt. Also pass auf. Und Start. Ja, wir machen nochmal 32 Stück. Sicher ist sicher. Mal gucken. Vielleicht haben wir jetzt Glück. Und das Coole ist, wenn die ersten vier Reaktoren fertig sind soweit, können wir uns im Stream wieder um, ja, Baugeschichten kümmern. Vielleicht schon so ein paar technische Aspekte. Wir werden es sehen. Also wir haben echt eine, ja, wie soll ich sagen, eine lange Liste abzuarbeiten, die eigentlich momentan keine Liste ist. Weil die Sachen, die wir hier bauen, die kommen quasi aus meinem Kopf irgendwie. Und da habe ich momentan keine Liste für. Weil ganz ehrlich, wir haben noch so viele Sachen oder so viele Dinge zu tun. Da fällt uns an jeder Ecke und an jedem Ende fällt uns was ein, was wir machen können. Also daher passt das schon. Oho, ich hoffe, das reicht. Ja, so wird das nie reichen, wenn ich so weitermache. Naja. Ja, passt. Also wie gesagt, wir können hier in dem Gebiet bei dem Atomkraftwerk, da können wir echt an allen Ecken und Enden noch was bauen. So, das hätten wir. Das bedeutet, hier einmal Temperaturwarnung hin, das stellen wir gleich wieder auf 1. Legen hier die Leitung runter, dann brauchen wir nochmal eben den Inverter. Na, den müssen wir drehen. Hä? Wieso geht denn das hier nicht? Interessant. Warte mal, da muss ich dann mal bei den anderen, bei den anderen Reaktoren gucken, ob der das, richtig übernommen hat. Aber das war jetzt der einzige, wo es nicht geklappt hat. Mal eben schauen. Der passt. Ja, genau. Der einzige, wo es nicht funktionieren könnte, wäre dieser hier, weil der genauso ausgerichtet ist wie der andere. Nee, läuft. Okay, wunderbar, dann haben wir das. Ja, cool. Das heißt, wir können schon mal unsere Reaktoren steuern. Gut, als nächstes gehen wir nochmal nach Home. Zum Thema Solarpanels. Hier können wir nochmal welche in Auftrag geben. Warte mal, wie viel Sunarium haben wir? Das sind 30 Stück. Nice. Dann haben wir was raus. Oha. Was? Wir haben nicht genug Blaze Powder? Gut, wir müssen dem Kollegen noch was zeigen. Und zwar gehen wir nochmal runter zum System. Genau, im ME-System. Und zwar brauchen wir ein Processing Pattern. Blaze Rod. Jetzt ist die Frage, wie viele da rauskommen. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Blaze. Wir nutzen einen. Nicht, nee, den Macerator nehmen wir nicht. Wir nutzen den Pulverizer. Da kommen 4 Stück raus. Okay. Passt ja. Zack. Und zack. Gut, dann schmeißen wir das mal hier mit rein. Haben wir da noch Platz überhaupt? Jo, geht. Alles klar. Gut, dann weiß er schon mal, wie er Blaze Powder soweit herstellen kann. Sehr gut. Dann zurück zum Thema Solar Panels. 30 Stück, fehlt sonst noch irgendwas, ist jetzt die Frage. Nee, wir haben tatsächlich alles da. Start. Wie schaut das mit unseren Iridium-Vorräten aus? Iridium. Wir machen folgendes. Wir werden die Ender Quarry wieder anschmeißen. In der Hoffnung, dass uns noch ein paar Iridium-Geschichten organisiert. Aber an sich hatten wir ausgerechnet, dass es reicht, ne? Ja, passt schon. Also es sollte gehen. Ja, komm, dann lassen wir es aus. Wird schon schief gehen. Ja, hier ist er sowieso noch fleißig am Arbeiten, gerade bei Zinn mit dabei. Ja, läuft. Gut, dann würde ich sagen, wir machen an dieser Stelle Schluss mit der Folge. Ich lasse es noch ein bisschen laufen, damit wir im Stream nachher die ganzen Geschichten platzieren können, also die Solar Panels. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns entweder nachher um 19 Uhr auf twitch.tv/jummellp oder halt am Samstag in der nächsten Folge. Ja, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da oder ein Abo wäre cool und dann haut rein. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.